Jo, das ist gerade und herzlich willkommen jetzt zu einem CSGO-Video. Und bevor wir mit dem Video starten, möchte ich ganz kurz noch einmal auf meine Kooperation mit dem Pool62 Discord-Server aufmerksam machen. Mit diesem Discord-Server stehe ich ja, wie gesagt, seit ein paar Wochen in Kooperation und darauf könnt ihr sehr, sehr gerne vorbeischauen. Es ist wirklich eine extrem coole Community und der Discord-Server hat mittlerweile auch über 500 Member und ist jetzt gerade auch im Verfahren, offizieller Discord-Partner zu werden. Auf dem Server findet ihr verschiedene coole Abteilungen, wie beispielsweise eine Steam-Trading-Abteilung. Es gibt regelmäßige Giveaways und auch ein Casino. Und wie ich auch schon in den letzten Videos erwähnt habe, ist gerade zurzeit auch von dem Puls69 ein gesponsertes Turnier am Laufen, welches ihr auch derzeit live auf Twitch verfolgen könnt. Das heißt, wenn ihr mal nichts zu tun habt und euch ein paar Turnier-Gameplays reinziehen wollt, könnt ihr sehr gerne auf den Twitch-Link in der Beschreibung drücken. Das ist der offizielle Link dazu und könnt die Games sehr gerne verfolgen. Jetzt würde ich aber sagen, geht es los mit dem Wingman-Gameplay. Okay Leute, wir finden uns jetzt hier im Wingman. Wir spielen, wie gesagt, mit einer random Person heute. Hallo. Die nicht wirklich redet. Ja, ich werde gleich mal ein paar Sachen noch zu meiner Wahl jetzt zum Wingman sagen. Davor versuche ich jetzt mal noch halbwegs die Runde zu gewinnen. Das ist nur jetzt etwas... Oh, ich verstehe den Dude echt schlecht. One second. Ja, also wie gesagt, es soll heute mal wieder eine Runde Wingman spielen. Ich habe den Spielmodus, ich glaube, seit ein, zwei Jahren gar nicht mehr angerührt. Und ich dachte mir so für so ein kleines Video mal so am Rande, ist es eigentlich so das Perfekte, ja. Man hat nicht so diese ewigen 45 Minuten, die man im Wettkampf normalerweise hat, was sich dann auch teilweise so ewig zieht, sondern man hat eben knackige 2 gegen 2 Runden, was ich persönlich ziemlich cool finde. Ich mag den Wingman-Modus auch wirklich sehr. Und genau... ja, es ist vielleicht nur immer noch ein bisschen ätzend mit dem Should we push long? Mit einem Random zu spielen, das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, vor allem wenn der Random halt relativ wenig redet. Vor allem hat er jetzt gerade No gesagt, ich kann den Dude halt echt sehr, sehr schlecht verstehen. Und er pusht jetzt ja auch mit der Bombe entlang. One dropper with Dink. Okay, mal gucken. Ja, ist eigentlich komplett lost hier mit lang mit den Pistols zu spielen. He's pushing long, be careful. The last one is low HP, I think. I don't know, man. Nice, good job. Ich hab jetzt auch nicht wirklich verstanden, was er da gesagt hat. I don't know. Ich verstehe den Dude so schlecht, holy shit. Ah, 95 in 1, sehr gut, der Dude ist die ganze Zeit mit 5 HP rumgesprungen. What? Ich verstehe ihn halt einfach überhaupt gar nicht. Man, what's your rank? I currently don't have a rank. You? Genau, und was auch noch dazu kommt, ist, dass ich einfach heute gemerkt habe, dass ich keinen Wettkampfrang mehr habe. Und ich wollte eigentlich, mein ursprünglicher Plan war es tatsächlich in Overwatch aufzunehmen, weil mir Overwatch gerade zur Zeit echt extrem viel Spaß macht, wenn man nicht tausende von Spin-Button bekommt. Aber dann habe ich auch gemerkt, dass ich einfach gerade zur Zeit keinen Rank habe. Woo! What the... Und genau, das ist ein bisschen blöd. He's drop. Das einzige Problem ist auch im Wing, man muss so in einem Video so versuchen, die ganze Zeit was zu reden, dass es ein bisschen unterhaltsam ist, weil sonst finde ich so ein Video, wo der YouTuber so 2-3 Minuten einfach nur die ganze Zeit im Schweigen ist, ist auch irgendwie nicht so toll, aber trotzdem muss man sich gleichzeitig noch konzentrieren, ordentliches Gameplay hinzubekommen, das ist auch ein schwieriger Spagat. Aber ja, wie gesagt, ich habe gerade zur Zeit auch keinen Rank und das Problem ist wirklich beim Wettkampf, dass, ja, ich weiß nicht, es sind halt immer so ewig lange Runden und ich finde auch tatsächlich für ein Video ist es irgendwie nicht so perfekt geeignet, weil, also wie vielleicht viele von euch wissen, ich studiere ja gerade zur Zeit und jetzt beginnt bei mir auch langsam wieder die Klausurenphase und dann ist eben sowieso schon schwer zeitlich in Videos in einem regelmäßigen Abstand eben hinzubekommen, weswegen ja noch meistens jetzt gerade zur Zeit eben so kürzere Overwatches kommen. Und dann so ein 45 Minuten Wettkampf hochladen, finde ich zwar cool, wenn man ein interessantes Game hat. One is drop. Aber
Okay, ich glaube, das funktioniert nicht ein zweites Mal, dass ich den so schon nice hole. Aber dann halt, wenn man das halt wirklich schneiden muss, dann sind diese Videos so extrem zeitaufwendig, was ich zwar an sich gerne mache, was mir auch Spaß macht, aber das ist halt sehr schwer, das mit dem Studium dann immer zu vereinbaren, und das ist auch mitunter der Grund, weswegen auch eben so in den letzten Monaten so extrem wenige Videos gekommen sind. Jetzt kann ich vielleicht auch mal hier mal ein bisschen drüber drehen. Also wie gesagt, ich studiere jetzt halt derzeit gerade schon im sechsten Semester, und man hofft immer, dass mit jedem Semester, das kommt, vielleicht dann doch ein bisschen weniger stressig ist als das Semester davor, und jedes Mal wird man dann doch enttäuscht, dass es doch nicht so ist. Good job, man. Und ja, so ist es auch wieder dieses Semester. Jetzt mein fünftes Semester, habe ich noch ein sechsmonatiges Praktikum dann gemacht, und dann war ich auch noch in einer anderen Stadt, wo ich dann nicht immer ein ganzes Gaming-Equipment dabei hatte, sondern immer nur ein Laptop. Da war es eben da auch dann schwer, Videos aufzunehmen. Sehr, die ganze Zeit irgendwelche Hürden in Bezug auf die Videos machen. Ja. Aber ich versuche jetzt, ihr merkt es ja auch, immer in einem vielleicht ein bisschen unregelmäßigen Abstand, aber wenigstens mal so ab und zu mal ein bisschen regelmäßig Videos hochzuladen, um einfach auch wieder in diesen Flow reinzukommen. Weil das Ding ist, wenn man irgendwie so ein paar Monate keine Videos hochlädt, dann ist es halt auch wirklich schwer, weil man halt diese generelle... Ah, der hat eine Orb, fuck. Oh no. Okay, ich will ihn steppen, vielleicht pusht er gleich. Gucken, ob einer von denen pusht. Komm, da wird's doch bestimmt den Killer haben. Das funktioniert irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist schlecht durchcallen, dass ich halt Low AP hab. Oh, der ist da. Oh no, ich dachte, der ist Richtung Drop gegangen. Ich wollte jetzt gerade eine Smoke auf den Spot werfen und rumlegen, weil ich hatte noch 10 Sekunden. Ah, das war nicht gut gespielt. Ah, das hätte ich besser machen können. Ja, das war. Genau, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich stecken geblieben bin. Aber ja, jedenfalls, das ist halt ein etwas schwierige Sache mit dem Studium und mit regelmäßig Videos. Ich probiere zwar mein Bestes, aber es klappt dann doch immer nicht so, wie man sich's vorstellt. Aber na, wenn ihr das Video seht, dann ist es ja zumindest mal eine positive Nachricht, dass ich zumindest mal Leute hinbekommen habe, ein Video hochzuladen. Genau, so, mal gucken, ob der Dude jetzt wieder mit der Orb piekt. Ist so ein bisschen blöd, dass mein Mate da Drop gestorben ist. Ich glaube aber, die Bombe liegt oben. Das müsste dann gerade noch so halbwegs gehen. Mal gucken. Ach, da hat er auch eine Orb, ja gut. Also mit einem Orb-Drop gehen ist vielleicht jetzt auch nicht so die beste Sache, die man machen kann. Aber es hat doch halbwegs funktioniert. Ja, es war auch mehr Glück als Verstand, dass der Dude da mich nicht bekommen hat. Okay, er hat genug Geld. Noch eine Tech-9 droppen. Und was auch auf jeden Fall noch eine Baustelle ist, die ich auch langsam in Angriff nehmen sollte, ist mein CS-Inventar. Ja, wie ihr seht, also ich hab nicht mehr allzu viele Skins. Wenn man das vergleicht mit meinem... Pushte? Nee. Kann man gut vorstellen, dass er vielleicht mit seinem Max-7 doch pusht oder vielleicht schon da oben. Ah, lol, holy shit, ich hab fast mein Mate abgeschossen. Ah, spielt auch sehr aggressiv da. Drop. Pushing drop. Damage being taken. Ah, sorry. Nein, hätte ich bekommen sollen, wenn er 10 AP hatte. Ah, Mist. Ah ja, also auf jeden Fall, mein CS-Inventar, das ist auch noch eine Baustelle, die ich langsam aber sicher in Angriff nehmen sollte. Ich weiß nicht, ob es für ein Messer reicht.
Aber wenigstens mal so eine ordentliche AK, M4 und AWP-Skin, das sollte doch mal wieder reinkommen. Ja, also weil ich habe wirklich gar nichts. Also ich glaube, so mein einziges Skin, den ich gerade zur Zeit habe, ist eine 5-7. Case Hardened, die so halbwegs Blue Gem ist. Die wollte ich nicht hergeben. Aber sonst habe ich von früher gar nichts mehr. One long at least. Der dreht sich aber auch. Der dreht sich aber auch. Genau, also da, wenn ihr vielleicht auch irgendwelche coole Vorschläge habt für irgendwelche Skins, die ihr persönlich cool findet, weil ich muss auch wirklich sagen, ich habe von diesen ganzen neuen Skins, hab ich einfach gar keine Ahnung, könnt ihr mir da auch sehr, sehr gerne ein paar Vorschläge für vielleicht den einen oder anderen coolen Skin reinschicken, den ihr cool findet. Ja, okay, da machst du gar nichts. Also ich muss auch echt sagen, also wie lange du als CT brauchst, um hier Stairs zu kommen, da sind halt die Ts wirklich klar im Vorteil. Man könnte einfach durchpushen. Das hat man vorher noch gesehen, als ich die AWP-Runde gespielt habe. Also eigentlich als CT damit AWP zu pieken, das kann man eigentlich komplett vergessen. Vor allem kauft man Mädels euch auch in jede Runde. Okay, dann kaufe ich auch mal rein. Hat der eine Orb oder hat der einen Scout? Weil ich habe für einen Moment kurz gedacht, dass der dass ein Orbschuss war, aber. Nein, aber vorhin hat er einen Scout. Das wäre ja dumm gewesen, hätte die den einfach weggeworfen. Was hatte er? Ah, okay, es war doch eine Scout, okay. Na, ja, na gut, okay, dann haben die nämlich auch noch ordentlich Geld. Weil hätten die eine Orb reingekauft, dann wäre es so money-technisch nicht gut für die ausgesehen. Und dann gehe ich auch mal einfach mal Job. Ich weiß gar nicht, wie ich es. Ich habe da unten oft, und da muss ich auch wirklich ehrlich sagen, die letzten Runden gar nicht so geachtet, wo jetzt mein Mate genau hingeht. One Job, be careful. Hey, wo steppt der denn? Ach, das ist lang. Puh, aber die meisten Runden sind ja echt mehr Glück als Verstand, also. Und wie der wieder mir einen Legshot gibt, anstatt wirklich zu schreiben, I can buy for you. Can you go drop this round? I got an AWP. Oh, ich verstehe so schlecht immer. Also, die Kommunikation funktioniert irgendwie im Team, aber irgendwie immer nur so. One long. Ganz kurze Laute, die er von sich gibt. Lang. Ich denke. Nice, good job. Ich glaube, das müsste jetzt sogar auch Matchpoint sein, oder? Wie viele Runden spielt man denn im Win? Ja, doch, ah, Matchpoint. Aber ich muss echt sagen, also ich finde Wingman ist wirklich ein cooler Modus. Auch gerade so, wenn man eben nicht so viel Zeit hat, ist eben auch so, dass beim Matchmaking. Also ich will jetzt hier nicht Matchmaking bashen die ganze Zeit. Also ich finde Matchmaking ist auch ein cooler Dings. Ich habe über 600 Matchmaking-Siege, glaubt. Also ich habe genug Matchmaking in meinem Leben gespielt. Aber. Das ist eine Negev. Okay. Alles klar. Aber jetzt gerade so, wenn man eben nicht so viel Zeit hat und jetzt gerade mal so eine lockere Runde FACS spielen will, ohne viel
Flame ohne 4. 40 Minuten für ein Game aus zu verschwenden. Ist Wingman echt eine coole Option eigentlich. Und wenn man noch gerade zur Zeit kein Matchmaking im Rang hat. Ich muss aber schon sagen, ich habe schon mal besser geaimt. Everyone. Hä? Ich sag's euch, ich bin so verwirrt. Ich habe auch gerade gar nicht gecheckt, wo der war. Also, ich brauche, glaube ich, echt nochmal einen Kaffee nach dem Game. So. Na gut, wir müssen kaufen. Ich bin auch echt gespannt, als was ich dann eingerankt werde. Also ich habe gerade zur Zeit im Moment nämlich noch keinen Rank. Ah, Schmutz. Und einer kommt auch schon Drop. Ah, das wird ein Draw. Ah. Good game. Okay, mal gucken, als was ich eingerankt noch werde. Ah, da hätte ich jetzt auch gerade wieder Dropper halten sollen. Also ich würde doch gerade hier ernsthaft sagen, ich habe auch nee, jetzt... Oh, LEM, krass. Ich habe jetzt ja auch gerade meinen Mater etwas im Stich gelassen. Ich habe jetzt auch wieder lang gehalten, obwohl ich vorhin gemeint habe, dass ich Dropper halten soll und echt nur in der einen Runde lang gehen sollte. Also ja, das war jetzt vielleicht auch nicht so super, aber naja, so ist es halt. Aber ja, LEM, das... finde ich okay, also ich muss ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung von Wingman-Gruppen, was da jetzt gut, was schlecht ist, aber nevertheless, ja, ich hoffe, euch hat das kleine, aber feine Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr dem Video jetzt sehr, sehr gerne eine positive Bewertung da lassen. Schaut, wie gesagt, sehr, sehr gerne nochmal auf den Puls 69 in Discord-Server vorbei. Das soll es aber von mir gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.